Ich heiße Sandra, bin 15 Jahre alt und wohne in Rathenow und bin 9. Klasse auf der Gesamtschule. Liebe Renate, liebe Sandra, wenn ich daran denke, in Potsdam war alles so einfach und unkompliziert. Aber hier macht man aus allem eine Wissenschaft. Ist ja auch ein geschlossener Vollzug und kein offener. Hier kann man nur Haftlockerung erhalten in Form von Ausgang bzw. Urlaub und interne Vergünstigung. Ich habe am 14.11. Ausgang beantragt. Hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Ich habe manchmal keinen Bock mehr, gegen die Bürokratie anzukämpfen. Habe zwar meine Arbeit, Gott sei Dank, sonst wäre es noch schlimmer. Sie lenkt mich einigermaßen ab. Früh um 5 Uhr geht es los und um 16 Uhr ist man wieder drin. Und das für 112 Mark. Leicht ist die Arbeit, weiß Gott nicht. Meine rechte Hand sieht so aus, als wenn sie in einem heißen Ölsprudel baden würde. Nach etlichen Anträgen hat es endlich geklappt, den Bereichsleiter sprechen zu können. Jedenfalls denjenigen, der für mich zuständig ist. Die Besuchserlaubnis wurde von der Vertretung nicht weitergeleitet. Nun ist auch klar, warum niemand gekommen ist. Hoffentlich bis bald. Viele liebe Grüße, Peter. Von wem ist der Brief? Von Peter. Und wer ist Peter? Mein Stiefvater. Und wo ist der jetzt? In Brandenburg im Gefängnis. Wie bist du denn aufgewachsen? Ja, meine Mutter und ich, wir haben alleine gelebt. Meine Schwester, die hat bei meiner Oma gewohnt, weil ich ihr früher zu doll geschrien habe. Und hat deine Mutter noch mal geheiratet? Ja, vor 2 Jahren. Und wie ist so dein Verhältnis zu deinem Stiefvater? Das war sehr gut. Ich habe mit ihm über alles geredet und immer wenn ich Probleme in der Schule hatte, bin ich immer zu ihm gegangen. Und warum ist es jetzt nicht mehr gut? Warum bist du eigentlich zu ihm gegangen und nicht zu deiner Mutter? Naja, weil meine Mutter immer ziemlich sauer reagiert hat, wenn irgendwie eine schlechte Zensur in der Schule war. Und Peter, der hat dann immer gesagt, ja, ist gut und kommt nie wieder vor. Und hat dann halt mit mir darüber gesprochen. Und hast du auch andere Probleme besprochen mit Peter? Nee. Und wodurch ist es jetzt nicht mehr so gut, das Verhältnis? Mal ausmachen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sag dich anders, Frank? Ja. Erzähl doch einfach von Anfang an, wie die sich kennengelernt haben, dann haben sie geheiratet und was dann passiert ist. Einfach so der Reihe nach. Können Sie mich denn auch fragen, irgendwie? Naja, ich kenne ja jetzt die Reihenfolge nicht so sehr, aber fangen wir einfach erstmal an. Wie sie sich kennengelernt haben. Mhm. Wie alt warst du dann, als die beiden sich kennengelernt haben? 12. Ja, da war ich 12. Das war so in einer Gaststätte. Hat sie ihn da irgendwie kennengelernt. Naja, und dann hat sie ihn halt auch mit nach Hause gebracht, dass ich ihn dann auch kennenlerne. Naja, und dann haben sie sich dann so öfter mal getroffen. Und dann so nach ein paar Monaten ist er dann eingezogen. Da habe ich mich eigentlich ganz gut mit ihm verstanden. Dann war dann öfter mal so am Anfang schon immer so ein bisschen Streit. War eine ganze Weile auf Montage und ist dann nur Wochenende nach Hause gekommen. Ist dann aber nicht gekommen, wann er sollte. Da haben wir uns dann auch immer schon gewundert. Und wenn er dann mal kam, hat er immer so ziemlich, betrunken und hat immer rumgeschrien wegen irgendwas. Wusste ich immer nicht. Naja, und da war dein Verhältnis nicht mehr so dolle. Da habe ich dann nicht mehr so ein doll Vertrauen zu ihm gehabt.
Was ist dann passiert? Na, dann haben wir eine Weile ja nicht von ihm gehört. Und dann haben wir erfahren, dass er in Berlin ist und da eine Freundin hat. Tja, denn auch, da haben sie ihn dann aber schon gesucht, wegen Diebstahl oder irgendwie sowas. Naja, und dann haben wir dann halt erfahren, dass er gesucht wird. Und da wollte er sich aber schon freiwillig stellen. Und dann sind sie ihm aber zuvor gekommen. Und wie lange ist er jetzt schon weg? Ein Jahr. Ja. Wie lange bleibt er noch im Gefängnis? Bis November 93. Ja. Bianca, kannst du dich noch erinnern, wie es damals war, als dir Sandra von ihrem Stiefvater erzählte? Naja, erstmal habe ich ihr zugehört und dann habe ich mir gedacht, dass es ja nicht ihre Schuld war, dass er nicht dafür kann und ich hab's so nicht. Und wie abwertig oder anders behandelt, ist trotzdem meine beste Freundin geblieben. Wie hat sie es dir denn erzählt? Na, erstmal hat sie, ich muss dir was erzählen. Dann hat sie angefangen, dass, also von Peter mit den Alten nacheinander zu erzählen. Und wie? Nein, ziemlich traurig war sie, dass er so, also, dass er Sandra und ihre Mutter sozusagen ausgenutzt hat. So. Kannst du dich noch erinnern, Sandra, wie du es ihr erzählt hast? Na, ich glaube, sie hat irgendwie durch ein Telefonat, meine Mutter hat gerade mit Peter telefoniert und hat sie das wohl mitgekommen und hat erstmal ziemlich komisch geguckt. Na, und dann musste ich ihr das ja erzählen. Nein, hätte ich sowieso gemacht, aber ich wollte erst noch warten. Aber dann habe ich ihr das dann doch so erzählt. Ja, ist schwer gefallen, ihr es zu erzählen? Ja, doch, ziemlich. Weil meine Mutter hat doch immer gesagt, ich soll das Kim erzählen. Aber ich musste, das musste doch irgendwie raus. Meine Mutter konnte ich ja auch nicht so doll drüber reden, weil sie wusste das ja nur schon alles. Da musste ich halt oben im Außenstehenden drüber reden. Deswegen hat Bianca, weil Bianca meine beste Freundin ist, habe ich ihr das halt erzählt. Sie sagt, sie hat Angst vor mir. Aber ich habe dieselbe Angst vor ihr. Well könnte nie jemandem wehtun. Guckst du jeden Tag? Ja, wenn ich Zeit habe. Was passiert da so? Ach naja, es geht um ein paar Familien. Also richtigen Tiefgang hat das eigentlich nicht. Es sind immer die Handlungen wechseln ständig. Und warum guckst du es dann so oft? Ich hab das von Anfang an gesehen, interessiert mich dann immer halt, wie es weitergeht, was so als nächstes passiert. Möchtest du eigentlich immer in Rathenow bleiben? Nee. Nee, ich möchte später mal nach Amerika. Warum Amerika? Weiß ich nicht, weil ich finde das da irgendwie schön, wenn man so Berichten so sieht, die schönen hohen Häuser und so. Finde ich gut. Was hast du noch so gesehen über Amerika? Was hast du denn so gesehen im Fernsehen? Ach, naja, immer so andere, also so Serien, wenn immer so, die so in Amerika spielen. Und was möchtest du denn dort machen? Weiß ich nicht. Da willst du richtig für immer hin oder ja, nur? Was ist hier so in Rathenow los? Wenig. Ja doch, eigentlich wenig. Wie läuft denn den Tag so ab? Erzähl mal. Ach naja, vormittags Schule, so dann nachmittags der Messe im Club und abends ist dann auch nicht viel los, außer Freitag sehe ich dann immer zur Disco. Und was machst du so zwischen Schule und Club? Hausaufgaben und mit dem Hund runter. Es ist
richtig kühl geworden, nicht wahr? Och, entschuldige, Will. Bitte komm doch rein. Störe ich dich nicht? Aber nein, komm nur. Gut, aber nur einen Augenblick. Oh, was auch immer gleich so Karten spielen. Erzählen wir mal wieder. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Was erzählt er euch denn immer so? Noch was so passiert ist am Tag und so. Aber heute ist ja nichts Besonderes passiert, oder? Nee. Bis jetzt noch nicht. Warst du eigentlich schon mal verliebt? Ja. Und wie war das? Schlimm. Warum schlimm? Ich bin dann immer so traurig. Aber eigentlich wird man doch fröhlich vom verliebt sein. Nee, finde ich nicht. Nee? Erzähl mal, wie das war. Ach na ja, wenn derjenige nicht von einem will, dann ist das irgendwie schon traurig. Und hast du ihm dann schon mal ein Zeichen gegeben? Na, dann kann er es ja nicht wissen, oder? Na, er weiß es. Woher denn? Ach, das haben ihm irgendwelche Leute erzählt. Später unbedingt nach Amerika, ja. Hast du heute Nachbarn, Nico? Hm. Ey, mein Digga, zieh euch ja was und ihr Quatsch dazwischen, findet ihr das in Ordnung? Nee, jedenfalls. Warte, jetzt bin ich rausgekommen. Warte. Du wolltest und unbedingt dann später nach Amerika. Ja, ich dann so erzählt, weil ich da so schön finde und so. Die Häuser, die bloß geil finde. Naja. Jetzt kriegst du los. Ich meine, ich frage nur mal. Naja, du siehst ja, in der Nintendo's, warst du schon mal verliebt, war? Okay, ja. Und wie war das? Ich war ziemlich traurig, war. Und dann, wieso, das ist doch schön. Der nee, ich fand es nicht so schön, wenn der Typ nicht von einem will und so, war dann ist das ziemlich, ja, darauf wollte ich denn so. Dann ist das ziemlich traurig und so. Naja, wenn du ihm, hast du ihm schon mal ein Zeichen gegeben? Ich, nö. Na, woher soll er denn wissen und so? Ich, naja, wieso hat er mir irgendwelche Kumpels erzählt? Oh. Ja. Ja, wie kannst du mal rausgehen? Nicht hier über ins Mikro beißen. Also, mein Deutsch ist ja heute nicht dolle. Debbie. Mensch, Bianca, nimm doch mal den Hund. Warte. Und hast du ihn schon mal besucht im Gefängnis? Ja, in Potsdam, jetzt in Brandenburg nicht. Und wie war das dann? Na, ich hab mir das halt anders vorgestellt. Wie denn? Also wie man das dann immer so, eine Seite der, andere Seite der. Und dann unterhalten sich halt so, aber das war ganz anders. Also mich haben die Gitter, die davor waren, waren ja so viele Gitter, die haben mich erstmal ziemlich abgeschreckt. Da war ein ganz normaler Raum, viele Tische rum und da konnte man sich halt ganz normal unterhalten. Und warum gehst du jetzt nicht mehr hin? Weiß ich nicht. Aber auch nie, ich meine, es ist immer so eine Woche und da muss ich ja zur Schule. Und warum bist du beim ersten Mal da gewesen? Neugierde. Ich will wissen, wie so ein Knast von innen aussieht.
Ja, ein bisschen. Sandra, was willst du mal mehr? Wo? Wir sind im Krankenhaus. Auch im Altersheim? Nee, im Altersheim ist nicht so. Ist nicht so meine Sache. Bist du auch gekommen, Krankenschwester zu werden? Ach, weiß ich nicht, wollte ich schon immer werden. Ich war auch immer bei meiner Mutter hier in Stadtforst. Wenn ich krank war, hat sie mich immer mitgenommen. Deswegen wollte ich schon immer werden. In welchem Krankenhaus willst du lernen? Weiß ich nicht. Mal sehen. Stellt da hin. Fisch oder Brot? Dankeschön. Was möchten Sie trinken? Ach, hallo. Was möchten Sie trinken? Was Sie trinken wollen? Ja. Ich möchte auch. Kaffee. Kaffee? Eine große Tasse, eine kleine Tasse trinkt der junge Mann da am Tisch. Also bei uns, hier neben uns wohnt ein Punk und der hat mal eine Fete gemacht und da waren halt alles nur Punks und war halt ziemlich laut und so und irgendwie müssen die Rechten davon erfahren haben und sind dann halt, eine ganze Horde gekommen und haben dann hier Ostrandale gemacht und ein Motorrad kaputt gefahren und so. Naja, das war schon irgendwie ziemlich hart alles. Und wieso hast du das mitbekommen? Oh, ich habe aus Fenster geguckt, das hat mich interessiert, was so passiert. Und haben die dich gesehen dabei, oder? Ja, der eine, der hat mich dann noch bedroht, hat mir halt irgendwas, ich weiß nicht, was das war, irgendwas entgegengehalten und hat gesagt, wir kommen wieder. Hast du da keine Angst da? Ach nee, meine, ich war oben, er war unten, eigentlich konnte mir nichts passieren. Wo wohnt deine Schwester eigentlich? Ja, die wohnt in der Themannstraße, aber früher hat sie mal hier drüben gleich gewohnt. Ach, gleich gegenüber, ja. Wohnen da deine Großeltern noch? Ja. Könnte er ja immer rüberwinken, ja. Machen wir auch, ja. Die von den Gewerkschaften, den Kirchen, den Arbeitgebern und demokratischen Parteien organisierte Großkundgebung auf dem Rathausplatz der Landeshauptstadt verlief dann eher harmonisch. Von den 15.000 Teilnehmern waren rund die Hälfte ausländische Mitbürger, denen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn Engholm versprach, aktiv gegen rechten Terror vorzugehen. Wir wollen uns heute vornehmen, dass die Geschichte in Deutschland sich nicht wiederholt. Wir wollen zugleich deutlich machen, es kommt jetzt darauf an, Zivilcourage zu zeigen. Nicht zu Hause zu hocken und zu warten, bis 20 Politiker es geleistet haben oder auch nicht. Steht alle auf, organisiert den Anstand und das Gewissen. Du hast ja sonst eine Meinung, du sagst, du bist gegen Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Du findest es total fies, wenn sie zum Beispiel vor eurer Schule da sind, so einen kleinen Ausländer das Geld abnehmen. Da hast du dich urisch aufgeregt, als du nach Hause kamst. Naja. Aber das sagst du nur zu Hause. Hast du auch den Arsch in der Hose, nicht in der Öffentlichkeit zu sagen? Ich hab das ja auch heute erst erfahren, dass ein Ostlinken-Demo sein soll. Ja, und würdest du denn an sowas überhaupt teilnehmen? Ich glaube nicht, dass du zu irgendwas Stellung nimmst. Du hältst dich da immer schön sachte nach hinten. Jo. Obwohl du immer sagst, das ist verkehrt und so, das darf nicht passieren. Na ja, klar. Ja, und wenn sie alle so denken wie du, dann haben wir nämlich das ganze Dilemma, wie es mal war. Na, aber was nützt denn das, wenn ich jetzt da hingehe? Wenn da überhaupt, das nützt ja sowieso nicht, wenn sie da alle hingehen. Sani, aber wenn jeder so denkt, dann passiert überhaupt nichts, dann bewegt sich nichts. Du bist hier diejenige. Tut da trotzdem nie. Wieso nicht? Hast du Angst, dass was auf die Mütze kriegst, oder? Genau so ist es. Na, lieber würde ich ein paar vor die Mütze kriegen, als dass ich mir von meinen Kindern denn sagen lassen muss, na hör mal zu, du warst ja genauso blöd wie deine Eltern, die von allen, von Tuten und Blasen auf immer keine Ahnung haben wollten. Würdest du dich da hinstellen und mit denen reden? Aber das kannst du mal proben. Das weißt du doch ganz genau, dass ich so bin. Und du würdest dich auch von denen in auf Maul hauen lassen, ja? Wenn sich nicht um jeden, ich meine, ich würde keinen Streit darauf beschwören. Aber auf jeden Fall würde ich da was versuchen zu unternehmen. Dann kann ich vor mir das immer sagen, ich habe es jedenfalls versucht. Verstehst du? Na, ich habe es jedenfalls versucht. Und ich wende dir, wenn dir 50 Leute gegenüberstehen und du quatschst auf die ein und die hören dir überhaupt meine nicht Güte, zu. Meine Güte, du wirst doch nicht alleine sein, denn da sind ja noch andere, die dann vielleicht auch deine Meinung vertreten. Du bist doch dann nicht alleine. Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt zu hoch.
7 Uhr. Nachrichten. Zunächst das Wettertelegramm Tagseinzel, Schauer um 4 Grad, die Meldungen. Warum wollten Sie, dass Sandra anfänglich das nicht ihren Freunden erzählt? Na, weil ich nicht wusste oder weil ich nicht wollte, dass man Sandra irgendwie schief anguckt oder dass Sandra denn da vielleicht drunter zu leiden hat, dass denn ihre Klassenkameraden oder ihre Freunde halt sagen, oh, um Gottes Willen, nee, Sandras Stiefvater, der sitzt im Knast. Wir wissen doch, dass ich nicht dafür komme. Ja, aber deswegen war mir das zu Anfang, ja, man weiß nicht, ja, vielleicht auch manche Eltern dann sagen, na mein Gott, vielleicht ist sie mit Vorsicht zu genießen, wer weiß, was das für eine Familie ist und wer weiß, wie die Verhältnisse da sind und da halte ich mal fern. Und das wollte ich halt vermeiden. Sandra, habt ihr eigentlich beide mal so drüber gesprochen, ob jetzt euer Verhältnis sich verändert hat oder jetzt Peter und du? Drüber gesprochen? Ja, doch, haben wir auch schon. Und wie? Also haben Sie ihr das mal so erklärt oder versucht zu erklären, was so? Ja, sie hat mir gesagt, dass das eben dieser Knacks da ist, den sie erstmal hat. Ne? Und den akzeptiere ich auch und den muss ich auch akzeptieren. Und mein Bestreben ist es eben, dass ich Sunny eben das Verhältnis wieder hinkriege. Annähernd so hinkriege, wie es damals war. Dass sie sozusagen wieder zu mir kommt, wenn sie ein Problem hat, wie es früher der Fall war. Eben, dass wir wieder so ein freundschaftliches Verhältnis haben, wie es sonst war. Ich weiß, dass ich bin nicht ihr leiblicher Vater, das ist nun mal so. Und das hat sie mir auch damals gesagt. Ich werde dich nie Vater nennen, ich habe es auch nie verlangt, dass sie mich so nennt. Du hast mich aber gefragt, ob ich das machen würde. Habe ich dich gefragt. Und du hast gesagt, du möchtest es nehmen. Das habe ich akzeptiert. Das ist ja klar. Ich glaube, das Verhältnis ist gut. Dann sage ich, ich bin für dich ein guter Freund. Und wenn du irgendwelche Probleme hast, dann kannst du zu mir kommen. Dann reden wir drüber. Das hat sie ja damals immer gemacht. Sie ist ja eher zu mir gekommen als zu Renate. Also ich finde es, wenn er jetzt einen Tag da ist, dann ist es nicht so schwer, wenn er dann wieder fährt, als wenn er jetzt sagen wir mal, Freitag kommt und er muss dann Sonnabendabend erst wieder fahren. Sonntag. Das finde ich, oder Sonntagabend, ja, Sonntagabend. Ja. Das finde ich belastend. Dann hat man sich schon wieder so aneinander gewöhnt. Und wenn er denn fährt, dann, das ist schlimmer irgendwie. Das tut mehr weh. Ja, weil er automatisch der ganze Tagesablauf... Dann ist ein Familienleben wieder da, ja. Genauso wieder abläuft, wie es immer gewesen ist. Mhm. Ne? Man macht automatisch die Arbeiten oder die Handgriffe, die man sonst auch immer gemacht hat. Mhm. Wenn wir automatisch, ich gehe dann in die Küche, wasche ab oder mache sauber, weil das immer schon so gewesen ist. Ne? Und dann auf einmal, dann merkt man, Mensch, du musst ja wieder rein. Und dann guckt man dann auf die Uhr an, du hast noch 2-3 Stunden und dann musst du wieder los. Geht dir das auch so? Und dann, wenn man dann... Geht dir das auch so? Dass es ein Unterschied ist, ob er jetzt einen Tag da ist oder 2 Tage? Nee, also ich finde nicht, weil ich gehe dann meist sowieso in mein Zimmer. Weil wenn sie dann hier sitzen Bede und so, ich mag mir auch, dass er Bede auch mal alleine sein würde, dann liegt dann auch schon freiwillig. Ja, du hast ja meistens sowieso dann deine Welt da drin. Naja, aber manchmal ist der so, da sagt dann Mutti halt auch, ich soll mal bitte rausziehen. Das ist ja ins Unbewusste. Das ist mir nie so bewusst geworden. Erst nachdem Sandra mir das sagte, da habe ich dann drüber nachgedacht. Ich denke, Mensch, ist das denn wirklich an dem? Dann komme ich mir mal so alleine gelassen vor, das irgendwie. Aber du sagst auch so oft, wenn wir beide alleine sind, auch Mutti, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich gehe jetzt spielen oder ich mache jetzt. Ja, ich gehe ja nur auch schon so oft in mein Zimmer, dass ihr mich dann auch noch rausschmeißt, wenn ich dann mal hier bin. Rausschmeißen, nur das ist aber genug. Das ist für mich rausschmeißen.
Du bist ja ein bisschen empfindlich. Also rausgeschmissen hatte ich bestimmt noch keiner. Ich sehe aber so. Denn andererseits, wenn ich dann mal ungebeten in dein Zimmer komme, ja, oder deine große Schwester kommt mal rein in dein Zimmer, wenn du mit deinen Freunden da alleine sein willst, dann werden wir auch ja konsequent rausgeschmissen. Nee, du, in der Beziehung, da herrscht Gleichberechtigung. Mit meinen Freundinnen, das ist ja was anderes, oder? Da herrscht aber irgendwo Gleichberechtigung. Jeder hat da so seine, auch seine Intimsphäre. Und wenn ich dann halt, oder du hast ja auch das Recht zu mir zu sagen, lass uns mal alleine. Hier. Aber das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Du bist mit Peter verheiratet. Ich bin ja mit Bianca oder so nicht verheiratet. Ja, na, das spielt doch jetzt, der Familienstatus spielt doch da keine Rolle. Nee. Das sehe ich aber auch nicht so. Grüß dich. Geht wieder los, ja? Ja, Guten Abend. So, dann wollen wir mal wieder, was? Ja. So, Peter. Tschüss. Was ist denn? Ich schaffe, muss ich ja wieder einen Antrag stellen. Tschüss. Tschüss. So schnell heiraten oder so, das weg bestimmt nicht. Weil mich das ja dann immer erinnert, was Peter mit meiner Mutter so gemacht hat. Und wie stellst du es dir vor, konkret? Wie? Willst du erst mal so gucken oder? Nee, erst mal sehen, ob ich mit dem überhaupt, ob der absolut treu ist und so und nicht gleich heiraten, erst mal so eine Weile zusammenleben. Life.